Und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den ZipSpider 350/4ALP. Und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier gerne mal genauer vorstellen. Vorab davor ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Wender. Der Autor von diesem Mod heißt hier Wolfex Modding und Weitebull Modding und die Modgröße beträgt knapp 5,91 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser hier knapp 3 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann nur noch 1 Slot. Das Ganze finden wir hier auch unter Mods und DLCs. Und da haben wir hier schon den ZipSpider 350/4ALP. Dieser wiegt knapp 528 Kilo, braucht mindestens 25 PS und hat eine Arbeitsbreite von 3,5 Metern. Aktuelle Arbeitsgeschwindigkeit beträgt hier 15 km/h. Kostenpunkt in der Standardkonfiguration 5500 Euro. Hier könnt ihr aktuell keine Konfiguration vornehmen. Ich habe mir aktuell mal ein paar Modelle hingestellt und möchte diesen auch gerne mal auf einem Feld ausprobieren. Dazu nehmen wir hier aktuell mal einen Zeta Major und den ZipSpider 350. Wir fahren jetzt aktuell an den Z-Wender hier ran, koppeln diesen an mit X und da haben wir hier aktuell schon die Tastenkombinationen mit L1 und X für Heuwände aufklappen oder zuklappen, L1 und Kreis für Heben und Sinken und L1 und Viereck für Anschalten. Als Beispiel. Dann fahren wir hier mal ein Stück zurück, setzen das Ganze ab und schalten das Ganze hier mal an. Und schon können wir hier aktuell über die Grasschwart fahren und aus der Grasschwart direkt mit dem ZipSpider Heu draus machen. Das Ganze ist gedacht für kleinere Maschinen mit knapp 50 PS und damit kann man hier auch auf kleineren Karten schön Heu machen. Wir fahren jetzt mal die Bahn daneben auch mal hier runter, um hier mal auch aus dieser Bahn noch Heu zu machen. Setzen das Ganze ab, schalten das an und können hier wiederum auch das Gras umwandeln in Heu. Und schon haben wir hier aus dem Gras Heu gemacht. Ist an sich ein schöner kleiner Mod und kann man sich auch für kleinere Karten gern mal laden. Sieht optisch auch schon mal sehr gut aus, ne? Und wie gesagt, ist auf jeden Fall eine Mod-Empfehlung wert. Für die Leute, die gern auch auf kleineren Karten spielen, ist auch hier so ein Mod sehr gut gehalten. Für Leute, die gerne Karten, aber auch ideal. Und wird mir auch diesen Z-Wender auch auf meine Karte gerne mal laden. Und damit sind wir hier leider aber auch schon zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne mal euer Feedback da. Falls ihr Fragen habt dafür, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt diese doch gerne bitte unten in die Kommentare. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.